Yeah, da sind wir wieder und wir gehen hier nach oben. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo es hier hingeht. Boah. Das hier sieht sehr interessant aus. Was haben wir denn hier so schönes? Kung Fu. Das nehmen wir mal mit. 8-mal Kung Fu gezogen. Das ist schön. Was ist hier? Kommen wir nicht durch. Und ich glaube, hier kommen wir tatsächlich... Liegt da was auf dem Boden? Nö, ist wahrscheinlich nur ein Loch oder sowas. Ich glaube, hier kommen wir jetzt so zum Anfang. Gut. Ich denke mal... Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, dass wir hier so gut wie alles erledigt haben. Ja. Bam, bam, bam. Oh, ich liebe diese MG, welches er hat. Ich glaube, das ist soll eine... Oh Gott, meine Zunge will gerade nicht mehr so, wie ich das möchte. Ich glaube, das soll ein MG sein. Da ist ein roter Punkt. Da war gerade ein roter Punkt. Ist das jetzt ein Pixelfehler oder ist das ein Schlüssel? Oh Mann, immer dieses... Wir gucken mal ganz kurz nach. Zap. Haben wir hier so einen Autokonter? Kann das sein? Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ja, das rote da ist wohl irgendwie nur ein Pixelfehler. Ja. Gut, dann gehen wir hier runter. Und hier ist auch nichts mehr. Da rechts kommt man nicht rein. Nö. Ja, ich würde sagen, betätigen. Jungs, einen Schritt zurück. So, das wär's. Ist hier auch eine Falle oder so? Nö. Okay. Hätte sein können. So, dann. Das hat ja direkt funktioniert. Schön. Und hier kommt man nicht nach oben. Aber das sieht doch aus, als ob man da nach oben könnte. Und da unten können wir nicht mehr rein, weil wir da den Felsen schon davor gemacht haben. Ich denke mal, das hätten wir nicht machen dürfen. Jedenfalls nicht so schnell. Und ja, hier finden wir den Schlüssel natürlich nicht mehr. Dementsprechend. Ja. Gehen wir hier nach oben. Also ich bin der Meinung, es gab irgendwo eine Tür, wofür man einen Schlüssel gebraucht hat. Aber ich habe gar keine Ahnung mehr, wie, wo, was. Dementsprechend ist es egal. Wir gehen einfach weiter. Das kann nichts Wichtiges gewesen sein. So. Das hätten wir dann auch. Da rechts ging das... Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht nachgeguckt, oder? Oder ging das da raus? Ja, genau, da ging es raus. Da wollte ich gar nicht hin. Wir gehen jetzt hier nach oben, weil ich glaube, das ist der schnellste Weg gewesen. Und ich täusche mich jetzt. Oh, nee, ich glaube, das war tatsächlich der lange Weg, oder? Ja, das war der lange... Ach, ja, wir gehen da auf jeden Fall lang. Ja, wir gehen da lang. Genau. Ja, das sind hier ganz schön viele Soldaten. Die sind alle super, super schwach und bringen leider auch keine EP. Beziehungsweise bringen leider auch keine AP. Die EP sind mir egal, welches Level wir sind. Aber ich hätte gerne mehr AP nach einem Kampf. Also, einer ist wirklich wenig. 10 hätte ich gern. 10 wären schön. 10 wären angenehm. Später gibt es einen guten Ort, an dem man seine, die AP trainieren kann. Das ist ziemlich cool. Bim. Bim.
So. Oh, dauert hier fast gar nicht lang. Ich glaube, wir laufen mal weg. Das müsste eigentlich... Ja, das geht viel, viel schneller. Das ist viel sinnvoller. Weil, wie gesagt, ein AP ist halt nichts. Das geht ja gar nicht. Es sei denn, das ist jetzt wieder dieses Vieh mit dem Eisenrohr. Das wäre cool. Jo, perfekt. Das nehmen wir mit. Wir hatten einmal mit Laguna angegriffen, glaube ich. Und dann haben wir direkt Karte genommen und hatten wir da noch mal mit Kiros angegriffen. Wir können das ja direkt mal machen. Jo, hat nicht gereicht. Dann greifen wir noch mal kurz mit Kiros an, weil der ist ja super schwach. Bäm, 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 bäm. Weil, ich kann mich erinnern, dass dieses Vieh, die Karte, die war halt auch super, super gut. Bin ich der Meinung. Bäm, bäm. Ja. Oh, was hat er eigentlich so für Zauber? Das wissen wir nicht. Cool. Dann ziehen wir den mal die Karte weg. Oder die Karte ab. Oh, ja. Was habe ich... Nein, ich habe mich gerade verdrückt. Antizauber, das ist cool. Antizauber ist ein ganz, ganz geiles Ding. Wobei wir das aber nicht brauchen. Nö, brauchen wir nicht. Es ist leider ziemlich traurig, denn hier bei Final Fantasy 8 sind alle, aber wirklich ohne Abstand, alle Bossfights einfach. Man kann alle super, super easy schaffen, indem man ganz normal mit Squall seinen super Angriff da nutzt. Ja, tut mir leid, Leute, dass das jetzt ein bisschen länger dauert hier. Hat er das Gefühl, dass es irgendwie sonst schneller funktioniert hat. So, ja, kann man ja. Nee, geht nicht. Gut. Ich bin der Meinung, dass es beim letzten Mal irgendwie schneller funktioniert hat. Ich weiß nicht wieso, aber ja. Hey. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass wir jetzt da... Der ist schon wieder da. Das geht aber fix. Yo. Ich würde sagen, wir speichern hier nochmal. Weil das jetzt an sich... Ne, sag ich nicht. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir können aber dann, wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind, sag ich mal, irgendwo unsere Ruhe haben und nichts los ist, können wir ziemlich genial, Moment. Du hast Eisra? Hast du gar nicht. Maka, du hast kein Eisra. Hör auf, Eisra zu zaubern. Bam. Ja. Wenn wir das nächste Mal in einer großen Stadt sind, also mit Squall und so weiter, können wir mal ein paar Kartenparte machen. Dann, ja, mal gucken, vielleicht machen wir dann eine ganze Stunde oder sowas, nur zum Quatsch. Ja, Venturo hat gar nichts gebracht. Dann nehmen wir noch den Zusatzabwehr. Krom. Und koppeln. Oh, wer hat das? Das ist Kiros, glaube ich, ne? Den mit Venturo. So, und wie gesagt, jetzt findet man, oder jetzt werden die ganze Zeit angezeigt. Und hier ist eben das Ende. Ist das etwa eine artislose Situation? Es kommen, glaube ich, oh nein, es kommen sogar zwei Gegner. Aber das Schöne ist, ich würde jetzt mal Wurfverbunde versuchen zu die Spezialangriffe zu zeigen. So, Blutschmerz, sind beide direkt tot. Doch nicht, cool. Oh, 62. Oder 37. Achso, doch, tot. Seelenschmerz, ui. Ja, genau. Die haben es besiegt und es haben beide nur noch ein Leben bekommen. Wie man ja gerade unschwer sehen konnte. Beide sind also übelst krass verletzt jetzt dadurch. Seht mal, das Meer.
Das ist unsere Rettung. Wir können nach Albanien zurück. Normalerweise nennt man das in der Klamme stecken. Wenn man vom Teufel spricht, kommt es wirklich und holt dich. Das hat Oma immer gesagt. Wenn man vom Teufel spricht, wie recht deine Oma hat. Was ist? Er wurde am Hals erwischt. Er kann nicht sprechen. Da. Wie bitte? Es war... Ah ja, so, Entschuldigung, so war ja die Stimme. Es war schon Laguna Kiros. Mit... Oh. Gelbe Karte. Warte, was sagt man nicht. Als Strafe gibt's Kaugummi und Zar. Na, willst du dich rächen? Dann heb deinen Arsch. Yep, der Witz war gerade unpassend. Aber sowas unpassend. Boah. Seht mal, Kreuzer, wir klauen einen. Normalerweise nennt man das Boote. Meinetwegen Boote. Wir fahren damit nach Galvadia. Steht auf, jetzt steht auf. Es wird alles wieder gut. Das ist so herrlich. Wie er sich einfach runterschmeißt ins Wasser. Und jetzt selber, es ist so... Oh. Ihr seid echt mutig. Normal springt hier kein Mensch runter. Wow, wow, Scheiße! Oh, so herrlich. Es ist einfach nur herrlich, Laguna. So ein Idiot. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. War das wieder Laguna? Laguna sitzt an der Patsche. Wie das wohl endet? Ich frage, scheint das nichts Neues zu sein. Was war das? Wenn nur mir das passiert wäre, könnte ich mir einreden, dass alles ein Traum war. Überlegen hilft nicht, glaube ich nichts. Überlegen hilft, glaube ich nichts. Wir sollten weiter. Okay, los, wir sind ja bald da. Herr Maskewall, ich möchte mich für das von vorhin entschuldigen. Schon gut. Ich bin zu cool dafür. Das Witzige ist, Quistis und Selfie haben jetzt wirklich ein Leben. Es ist wirklich... Ich weiß nicht warum, aber ich finde das einfach sehr, sehr geil. Sowas finde ich schon richtig, richtig cool. Aber ich glaube, das ist halt auch wirklich dieser Nostalgie-Faktor, den ich dort habe. Ich glaube, ich würde darauf nicht so abgehen, wenn ich... wenn... Ich nur... Wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich würde darauf nicht so abgehen, wenn ich das jetzt so das erste Mal spielen würde. Denke ich jedenfalls. So, Karte, Item. Koppeln, Zauber. Da nehmen wir Hüter, da nehmen wir Stärke, weil das am sinnvollsten ist, ne? Und hier, ich glaube, Vitamineka und so. Nö, alles nicht so sinnvoll. Was haben wir denn hier noch so? Magie, da nehmen wir noch 17. So, was haben wir hier? 9. Jo. Perfekt. Dann laufen wir weiter. Im Übrigen gibt es auch auf der, hier auf der Weltkarte, gibt es auch Draw-Punkte und auch, ja, Speicherpunkte natürlich nicht, aber Draw-Punkte gibt es hier. Geheime Draw-Punkte. Und die sind ziemlich genial, weil das sind mitunter richtig krass fette Zauber. Also so richtig übertrieben starke. Später zeige ich euch auch noch den stärksten Platz, sage ich mal. Den besten Platz zum Trainieren meine ich natürlich. Da gibt es irgendwie jedes Mal so 1500 EP oder sowas pro Gegner. Und da gibt es auch die stärksten Zauber auf dieser Insel. Ich glaube, davon gibt es 2. Ja, ich bin der Meinung, davon gab es 2. So. Jo, das ist der Galvadia Garten. Schon ziemlich cool, ne? Wollt ihr Karten spielen? Nö, nicht mit dir. Kommt her. Ihr seht nicht so aus wie Leute aus dem Galvadia Garten. Jupp. Yep. Wir sind ja auch in Zivil unterwegs, Fräulein. Logisch, oder? Oder sagst du das, weil ich schwarz bin? Wow. Wow. Ein rassistischer Garten. Oh mein Gott. Hier geht's ja ganz anders ab. Hä? Hier gibt es genauso Türen wie bei uns auch. Ein bisschen still hier. Ein guter Ort.
Ja, Renora freut sich wieder. Überlass es mal alles mir, okay? Ich warte auf dich und kenne den Direktor. Ja. Mhm. Miss Kyle findet das wieder. Ja, ja. Ich werde ihm alles erklären. Jupp. Ja, ist in Ordnung. Steffi? Mir geht's ja wieder anders so als in Travion. Travion Balam. Jupp. So. Wir müssen hier mal ganz kurz speichern. Denn dieser Ort hier ist meiner Meinung nach. Ja, doch, da kommt auf jeden Fall noch was. Deswegen müssen wir auf jeden Fall speichern. Egal was kommen mag, wir sind immer gewappnet. Die Söder hat aus dem Ballabgarten, bitte in den Empfangsraum im zweiten Stock. Jo, das heißt im zweiten Stock. Ein Glück kenne ich mich hier noch so. Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Es wurde verboten. Gäste müssen im Empfangsraum im zweiten Stock warten. Ja, das wurde gerade. Jo. Ja. Oh. Nette Frauen in Rock auf der Eisbahn. Das finde ich ja dann schon so ein bisschen heiß. War hier nicht irgendwie drin auch so? Ja, Haas, cool. 12 Mal Haas gezogen. Ist, glaube ich, ich bin der Meinung, das ist kein guter Zauber. Also zum Koppeln. Ich glaube hier, da, wenn ich das hier Haas mache, habe ich, glaube ich, durchgehend automatisch Haas oder so ein Quatsch. Aber ja. Ist natürlich nicht so. Oh, alles nicht so sinnvoll. So, wir gehen. Wo gehen wir denn hin? Oh, ich glaube, ich weiß, wo die nächste GF. Welche die nächste GF ist. Boah, Leute, wo muss ich denn jetzt hin hier? Suche verboten. Jetzt müssen wir. Bitte sieht das in zwei. Ja, das ist schön, Leute. Ich muss nur erstmal herausfinden, wo das ist. Ihr Weichflaumis, ihr. Bitte in zweiten Stock melden. War das denn hier? Das sieht mir richtig aus, ja. Ja. Gut. Moin, das ist dann wohl hier der Raum. Der Faxraum. Oh, das ist aber hübsch hier. Marmorboden. Uiuiuiuiui. Die bieten einem hier aber Komfort. Das ist ja Wahnsinn. Jo, klatsch. Abquist ist auch hier im Drittat. Was? Warum? Wie lange soll man warten? Okay, du hast dich gerade hingesetzt. Sitzt 5 Sekunden und drehst schon durch. Wie war's? Sie haben begriffen, wie unsere Lage ist. Und mein Lammgarten ist noch heil. Ach so, ach ja, deswegen. Ja, klar. Das Attentat auf den Präsidenten wurde von einem Einzeltäter verübt. Der Mann am Garten trifft keine Schuld. So zumindest lautet das offizielle Statement der Regierung. Boah. Mit Täter ist doch Cypher gemeint. Er ist vor Gericht gestellt und hingerichtet worden. Fuck. Hingerichtet? Yep. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er den Präsidenten entführen wollte. Ja. Er hat uns Waldollen damit in Schutz genommen. Ihr habt Cypher ja damit hineingezogen. Was? Aber als Widerstandskämpfer habt ihr das Risiko einkalkuliert, oder? Ich denke, Cypher wusste das auch. Deshalb solltest du nicht glauben, dass er für euch gestorben ist. Sorry, das sollte eigentlich ein Trost sein. Wow, Kürzest. In Sachen Trost bist du genauso gut wie in Sachen Sexappeal, muss man ja mal erwähnen. Er war ein Widerling, aber jetzt, wo er weg ist. Dieser Idiot. Klatsch. Ich meine schon dann auf dem Arsch geben dabei. Ich habe ihn sehr gemocht. Er war so selbstsicher. Er wusste immer alles. Wenn ich ihn so sprechen hörte, war ich sicher, dass nichts unmöglich ist. Oh ja, das ist schon cool, ne? Solche Leute, die richtig selbstbewusst sind. Nicht arrogant, sondern einfach selbstbewusst. Das ist cool. War er der Freund? Ich weiß es nicht. Was? Ich glaube, ich habe ihn Aber keine Ahnung, was er von mir hielt. Liebst du jetzt noch?
Wenn es so wäre, würde ich euch das alles nicht erzählen. Das war vor einem Jahr, im Sommer. Ich war 16. Es sind schöne Erinnerungen. Wow. Ich will nicht mehr mit dir reden. Du old Bitch. Oh, der Part ist vorbei, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaut in diesen Part wieder rein, wenn es heißt Final Fantasy 8. Bis dann, Leute. Ciao.